Oha, voll süß. Er hat sogar Blumen für sie gekauft und vor der Tür hingestellt, obwohl die nicht mal zusammen sind. Das ist doch eigentlich creepy, oder? Stell dir vor, du würdest so aus der Tür rausgehen und da stehen immer Blumen. Das ist nicht creepy, das ist voll süß. Hallo, ich würde die Polizei rufen bei sowas. Und vor allem, ich verstehe auch nicht den Jungen. So, der Junge, der kauft dir die ganze Blumen, obwohl sie nicht weiß, wer er ist. Er reicht damit doch gar nicht. Ja, aber er sagt das extra nicht, weil es viel süßer ist, weil sie eh weiß, dass die Blumen von ihm sind. Das würde ihre Lieblingsblumen sind. Nein, das würde in Real würde das keiner machen. Doch! Ey, TK, hm? Was denkst du? Doch. Oder jedenfalls machen, oder? Ist es süß. Das würde doch keiner machen. Wieder. Also, ich bin da deiner Meinung. Also, ich würde halt so sagen, ja. Ah, siehst du? Würde keiner machen. Um was geht's? Ausgesperrt in K-Drama. Was machst du denn hier? Ich habe mich ausgesperrt, deswegen muss ich jetzt warten zur Sicherheitsdienst. Echt? Wir brauchen jetzt noch länger, weil es jetzt zu spät ist. Und was machst du? Ich treffe mich eigentlich mit Freunden, aber eigentlich kann ich das auch verschieben. Kann ich mich zu dir setzen? Ja, aber du und deine Freunde warten doch auf dich. Ja, die können warten, das ist kein Problem. Magst du etwas zu trinken haben? Ich hab was zu trinken. Das ist von dir. Ach was, ich hab noch voll viele zu Hause. Echt? Ja, das kann jemand, das macht gar nichts. Okay. Wirklich. Danke. Ausgesperrt in Realität. Jungs treffen, bisschen trinken und sowas. Ja. Boah, ich bin auch spät dran. Okay. Oh, viel Glück, ne? Also. Ja, danke. Okay, ciao. Ein Telefonat in K-Drama. 10.10 Uhr. Sie müsste jeden Moment zu Hause sein. Jetzt oder nie. Hallo? Hi. Hey, ja, ich bin's. Annie, ja. Ich dachte mir, ich rufe dich mal an. Gutes Timing. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Ja, du hast um 10 Uhr aus. Und wenn ich richtig mich erinnere, brauchst du ungefähr 10 Minuten bis nach Hause. Das hast du dir gemerkt? Ja. Warte mal kurz, ich stehe gerade vor meiner Haustür. Ah, du stehst gerade bei dir vor der Haustür. Guck mal in den Briefkasten. Kleinen Moment. Hast du mir ein Paket geschickt? Ja, mach das Paket mal auf. Tickets? Ja, das sind Tickets für den Freizeitpark. Freizeitpark? Ich dachte mir, du hast mir erzählt, dass du noch nie im Freizeitpark warst. Und ich dachte mir, vielleicht könnten wir beide... Oh, ja, gerne. Ja? Natürlich. Wer könnte da Nein sagen? Okay, ja. Dann sehen wir uns das Wochenende. Mhm. Und komm bloß nicht zu spät. Okay. Ja. Dann bis dann. Ciao. Ciao. Ein Telefonat in Realität. Ja, hallo? Ja. Ja. Ja, mach ich. Ja. Ich habe gerade keine Zeit. Ich bin gerade auf einem Meeting.
Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, es ist mir scheißegal, was du mir gerade erzählen willst. Ich kann nicht. Nee, ich bin gerade auf einem Meeting. Das ist sehr wichtig. Ja, ich würde sagen so, in 10 Stunden kannst du mich anrufen. Also wirklich, das ist heute wirklich sehr wichtig. Und es geht halt auch ein bisschen länger. Ja, ich weiß jetzt nicht, was mit deiner Mama ist. Ich weiß, ihr geht's schlecht, aber ich kann jetzt nicht, ja? Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ja, okay? Okay, alles klar. Ja, okay. Ciao, ciao. Alter, Game, ey. Auf ein betrunkenes Mädchen aufpassen in K-Drama. Ey, mein Boss, heute, der wollte einfach, dass ich Überstunden mache. Schon wieder? Ja, ich mach schon die ganze Woche für ihn Überstunden, ne? Das ganze Papierkram fällt auf. Ey, du bist doch immer von morgens bis abends arbeiten. Ey, ich glaube, mir geht's nicht. Geht's dir gut? Alles okay. Ich glaube, ich bringe sie mal lieber nach Hause. Ja, also schon nach Hause. Ach, ich kann sie eigentlich nach Hause bringen, weil ich wollte eh frische Luft schnappen. Also ich, ja, ja. Das ist kein Thema. Hey, aber für mich, das liegt auf dem Weg für mich, hey. Das ist kein Problem, ich kann sie einfach... Ja, ich will auch nach Hause und ich brauche eh frische Luft. Auf ein betrunkenes Mädchen aufpassen in Realität. Hey, mein Boss wollte, ne? Ah, dieser Pisser wollte, dass ich die ganze Überstunden mache. Schon die ganze Woche. Mehr arbeiten? Ja. Schon wieder mehr arbeiten? Du arbeitest doch die ganze Zeit. Was sagt man als Gamer? Warte, nochmal. Was sagt man als Gamer so? Okay, cool. Ich freue mich. Ja. Hey, was sitzt du denn jetzt? Oh, du musst husten. Wie oft sagt er noch? Warum sagst du schon die ganze Zeit?